Heute kann man quasi sagen, die Sonne ist bei uns im Studio, wobei ich mich gefreut hätte, Daniela, wenn du ein bisschen mehr Sonne nach Berlin gebracht ja, hättest. Ja, ich habe ganz schön gefroren heute Morgen. Nicht nur in Form der sonnigen Farben deiner Zutaten, die wir heute von dir natürlich noch ganz genau erklärt bekommen, ja. Denn es geht um ein sehr, sehr spannendes Thema für unsere Zuschauer zu Hause, nämlich im Grunde Ernährung nach den fünf Elementen. Richtig. Und wie man sich sozusagen gesund und vital durchs Leben essen kann, das wirst du uns heute im Laufe der Sendung natürlich auch noch verraten. Außerdem haben wir Gabriele Iasetta bei uns. Die hat nämlich auch wieder passend irgendwie zum Thema ihr Vitalitätsarmband dabei. Und das kann natürlich auch gut unterstützend wirken im Leben. Und gerade jetzt, wo bei uns die Sonne doch noch ein klein wenig fehlt. Und wir gucken auf ein Horoskop, auf ein ganz bestimmtes Horoskop, auf das Horoskop von Leichter Leben, denn wir feiern Geburtstag. Man muss wirklich sagen, 7 Jahre gibt es unsere Sendung bereits und wir haben uns gedacht, der Michael Allgeier, der soll einfach mal auf die nächsten 7 Jahre blicken und schauen, wie es so weitergeht. Aber jetzt wollen wir uns erstmal mit gesunder Ernährung und nicht nur dieser gesunden Ernährung, sondern auch mit Astrologie beschäftigen. Ja, richtig. Allerdings nicht in dem Sinne, in dem wir Michael Allgeier unseren Astrologen kennen, sondern du machst die Astrologie ein bisschen anders. Ich mache die ein bisschen anders. Also ich habe eine Ausbildung in chinesischer Astrologie, damit bin ich überhaupt zu dem Thema gekommen und habe festgestellt, dass diese 5 Elemente, die außer den Tierzeichen in der chinesischen Astrologie eine große Rolle spielen, dass sich die auch auf die körperliche und gesundheitliche Ebene übertragen lassen. Und damit kann man dann halt auch herausfinden, wo sind meine Schwachstellen, wo sind meine Stärken und wie muss ich mich dann ernähren, um das zu integrieren. Okay, das heißt, dass jeder natürlich bestimmte Lebensmittel besser verträgt als jemand anderer. Richtig. Und dass man das natürlich auch über das Horoskop herausfinden kann. Ja. Je nachdem, welches Sternzeichen, aber im Chinesischen sagt man auch Sternzeichen. Naja, das sind eher die Tierzeichen. Und die Tierzeichen sind auch nicht so wichtig. Wichtig sind für dieses ganze Gesundheitssystem, dem ja auch die chinesische Medizin zugrunde liegt, sind die 5 Elemente und der Aspekt von Yin und Yang. Und Yin und Yang ist eine Ausprägung, eben, ob man eher aktiv oder passiv ist, ob man eher jemand ist, der mehr aufnimmt oder mehr gibt. Das gehört alles zum Thema Yin und Yang. Und die 5 Elemente wiederum charakterisieren auch den Charakter, aber halt auch im Körper die einzelnen Organe, die einzelnen Organsysteme. Und damit verbunden kann man natürlich aufgrund von Symptomen auch darauf schließen, was man denn an Elementen stärken muss. Und das kann man dann mit den Zutaten, die ich heute mitgebracht habe, ganz gut machen. Ha, du bist ja gerne oder arbeitest ja gerne mit diesen asiatischen Themen. Also Feng Shui ist ein Thema von dir. Absolut. Jetzt diese Ernährungsnummer ist ein Thema. Du machst Beratungen auch für Menschen mit Hilfe des chinesischen Horoskops. Bist du selber so ein Asien-Typ? Also hast du hast du den Kontinent öfters bereist, dass du gesagt hast, auch das. Da bin ich überhaupt dazu gekommen? Oder wie hast du so den Zugang dazu? Der Zugang war bei mir eine gesundheitliche Geschichte. Also ich bin damals, das ist jetzt mittlerweile fast 20 Jahre her, mit den Symptomen, dass ich also sehr, sehr müde immer war, sehr, sehr schlapp war und einen sehr langen Zyklus hatte. Und also das hast du behoben. Das habe ich super behoben und halt auch einen unerfüllten Kinderwunsch hatte. Und mir haben 3 Ärzte gesagt, das geht nicht. Und daraufhin bin ich bei einem chinesischen Heilpraktiker gewesen und der hat halt nicht nur die Nadeln, also Akupunktur eingesetzt und Kräuter, sondern hat mir gesagt, ich muss meine Ernährung komplett umstellen. Und daraufhin habe ich angefangen, mich mit dem Thema 5 Elemente Ernährung zu befassen und habe dann festgestellt, innerhalb von 3 Monaten, dass sich mein Zustand enorm verbessert hat, dass ich also viel mehr Power habe, viel mehr Energie. Naja, und meine Tochter ist mittlerweile fast 16, also auch das hat funktioniert. Das war dann für mich der Grund zu sagen, das ist jetzt mein Ding, da kümmere ich mich jetzt drum. Oder worauf muss man Wert legen bei dieser Ernährungsform? 5 Elemente, es ist ja Wasser, Feuer, Erde, Metall. Erde, Metall. Wasser. Was hatten wir schon? Holz. Genau, Holz. Also Holz und Metall zu essen? Nee. Also was die Chinesen machen, die teilen die Nahrungsmittel nach den 5 Elementen ein. Und zwar in erster Linie nach dem Geschmack. Also typisch zum Beispiel fürs Holzelement ist der saure Geschmack. Da hätten wir hier mal so eine Zitrone, ne? Das weiß jeder, die ist sauer. Die gehört zum Holzelement. Zum Holzelement gehört aber auch Leber und Galle. Also auch wenn wir so sagen, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, als Emotion gehört da zum Beispiel die innere Wut dazu. Das sind alles Systeme, die zusammen funktionieren. Feuerelement habe ich hier zum Beispiel Kurkuma, das ist ein bitteres Gewürz und der bittere Geschmack gehört zum Feuerelement, genauso wie die ganzen Kräuter, die damit zusammenhängen, also Basilikum zum Beispiel, Oregano, Salbei, Thymian. Erdelement ist süß, der süße Geschmack. Und da haben wir hier zum Beispiel, typisches Beispiel, Datteln, ne? Aber auch ganz, ganz viele verschiedene Gemüsesorten gehören zum Erdelement.
Das steht für Magen, Milz und Bauchspeicheldrüse übrigens. Also das hat ganz viel damit zu tun, wie unsere Ernährung funktioniert. Metall, scharfer Geschmack. Also, was haben wir hier? Pfeffer, ne, wäre typisch dafür. Oder hier der Zimt, den wir hier haben. Das ist, gehört auch zum Metallelement. Metall, Lunge, Dickdarm, Immunsystem. Also auch wenn da Probleme sind, kann man das mit der Ernährung entsprechend mit den Gewürzen oder Zutaten packen. Wasserelement, salziger Geschmack. Also ich habe hier mal ein bisschen grobes Meersalz draufgeschüttet, dass man das mal sehen kann. Alles, was eher salzig ist, gehört zum Wasserelement. Und das animiert und stimuliert dann unter anderem die Nieren und die Blase. Mhm. Und damit haben wir dann im Prinzip den Zyklus komplett geschlossen. Und man kann halt sein Gericht entsprechend den eigenen Schwächen oder Stärken zubereiten. Okay, es klingt natürlich jetzt nicht nach einer so ganz leichten, einfachen Küche, sondern man muss sich da schon auch beschäftigen. Ja. Das heißt, ja, kann ich mir im Internet zum Beispiel auch Informationen holen, ja, um wirklich auch die Lebensmittel zu erkennen, die, ja, ich für diese fünf Elemente benötige? Absolut. Also wir haben eine große Webseite mittlerweile zum Thema fünf Elemente, die heißt auch www.5-elemente.org. Und da gibt es halt Lebensmittellisten, aber es gibt halt auch auf der Seite Beispiel Rezepte und es gibt auch ganz, ganz viel Informationen über die verschiedenen Ansätze, mit denen man anfangen kann. Weil die fünf Elemente gehen ja nicht nur auf die Ernährung, sondern wir haben ja auch die Möglichkeit, über die Ernährung eben dann auch die einzelnen Symptome zu beheben, zum Beispiel mit entsprechenden Körperübungen. Da kommt das Thema Feng Shui kommt mit rein, mit Farben, Formen kann man auch arbeiten. Das ist eine ganz, ganz komplexe Angelegenheit. Ah, heute zwei Feng Shui-Expertinnen sozusagen im Studio. Ich habe schon gesagt, Gabriele Iasetta, die wird mit Sicherheit später auch noch mal bei uns Platz finden. Denn wir haben uns ja im Vorfeld der Sendung schon unterhalten. Und es gibt ja so wahnsinnig schöne kleine Geschichten über das Feng Shui auch zu sagen. So, ja, Dinge, die mich im Leben auch ein bisschen, ja, weiterbringen und auch prägen. Ja. Ja. So kleine Hilfsmittel, Eselsbrücken sind das ganz absolut oft. Dass ich mich an einige Dinge dann auch halte und merke, dass alles so ein bisschen ins Fließen kommt, ganz genau, den Einklang, ganz das genau, Gesamtheit, Yin und Yang wiederherstellen und kann. Und das, ne, Feng Shui hat ja in erster Linie auch mit den fünf Elementen zu tun. Ne? Und das ist einfach dadurch begründet, dass die Chinesen halt alles, was es zwischen Himmel und Erde gibt, nach den fünf Elementen und Yin und Yang einteilen. Und das geht bei den Farben los. Da kann man dann auch mit der Kleidung anfangen. Wir haben eben gerade schon gesagt, hier heute in Pink, sehr feurig, die Dame. Gut fürs Herz und den Dünndarm, schon mal nicht schlecht. Schön, dass Sie das jetzt auch zu Hause wissen. Der, ja, Dünndarm heute funktioniert, meine Damen das und Herren. Das schauen wir dann mal. So genau wollen wir das gar nicht checken. Danke. Dann kann man das aber natürlich dann auch in die Gestaltung der eigenen vier Wände mit einbauen. Ne? Also die fünf Elemente, das sind dann auch die Farben, die Formen, die dazu gehören. Es hat aber auch was mit dem Charakter zu tun. Also es gibt natürlich auch bestimmte Eigenschaften, die den einzelnen Elementen zugeordnet werden. Und auch diese Art zu kochen und sich zu ernähren, hat viel damit zu tun, auch diese Emotionen auszugleichen. Ja, dass das Leben wieder angeregt wird. Ja, genau. Ich meine, du bist ja das beste Beispiel dafür. Nachdem du dein Leben ein bisschen umgestellt hast, bist, ja, du raus aus dieser Lethargie und hast angefangen, wieder wirklich durchzustarten. Absolut. Was machst du daraus? Also ich komme gleich wieder. Mhm. Lass dich ein bisschen vorbereiten, aber was wolltest du uns heute mal präsentieren? Also ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, was man im Prinzip gleich verköstigen könnte. Aber das hier erstmal, was wir hier haben, das wird gleich ein Getreidegericht. Und zwar habe ich mich in den letzten Jahren ein bisschen darauf spezialisiert, den Leuten so ein bisschen dabei zu helfen, eben ihr Wohlfühlgewicht zu bekommen und zu entgiften. Und dafür kommen die Leute auch gerne zu uns nach Teneriffa auf unsere Biofinca und können halt dann da erstmal lernen, wie man sich so ernährt, aber halt auch so eine Art Kur machen. Also machen wir ein Getreidegericht mit Quinoa heute, was so ein bisschen auch asiatisch inspiriert ist, wo aber auch alle fünf Elemente drin, ja, vertreten sind. Okay. Und dann haben wir darüber hinaus, haben wir hier noch was Süßes fürs Erdelement, für die Mitte, wie die Chinesen sagen, das ist ganz wichtig. Das sind Energiebällchen. Die kann man aus den unterschiedlichsten Zutaten herstellen. Die habe ich jetzt schon mal vorbereitet, damit das Gerolle hier nicht so eine Schweinerei gibt im Studio. Und da sind ganz viele Zutaten aus dem Erdelement drin. Also wenn man jetzt mal hier auf die Zutaten geht. Also wir haben zum Beispiel, hier haben wir Datteln, süßer Geschmack, Erdelement. Nüsse sind da drin. Das ist gepoppter Amaranth. Alles Erdelement. Mhm. Zimt. Der Zimt fürs Metall, haben wir eben schon gesagt, scharfer Geschmack. Genau. Salz ist drin fürs Wasserelement. Dann für die Säure ist ein bisschen Orangensaft drin. Also für das Holzelement. Und fürs Feuerelement haben wir hier Chiasamen und ein bisschen Kurkuma. Und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also man kann auch viele andere Dinge reintun. Wichtig ist halt nur bei diesen Energiebällchen, dass man aus jedem Element wenigstens eine Zutat dabei hat. Und wie man danach sich auch ein bisschen richten kann, das kann man auch alles nachlesen. Ja. Denn es gibt natürlich auch Bücher zu diesem, ja, Thema. Richtig. Und du hast uns auch Bücher mitgebracht. Ja. Auf der einen Seite ein praxisbezogenes Buch, wie man sich nach diesen fünf Elementen wirklich auch richten kann. Auf der anderen Seite geht es natürlich, weil das ist
ist dein Steckenpferd ums chinesische Horoskop. Und ja, da sind im Grunde genommen wirklich ein ganz schönes Paket für Sie zusammengeschnürt worden von Daniela Herzberg. Und dieses Paket, das können Sie heute gewinnen. Sie wissen, was Sie zu tun haben, ganz genau. Sie müssen Telefonnummern wählen, und zwar aus Deutschland die 01379881404, aus Österreich und der Schweiz die 09010501900. Und dann müssen Sie noch eine Frage beantworten. Wir wollen heute wissen, Daniela Herzberg ist Expertin für A, chinesische Astrologie oder B, griechische Mythologie. Rufen Sie uns an und sprechen Sie uns doch bitte schön die richtige Antwort auf den Anrufbeantworter. Nicht vergessen, Ihren Namen, Ihre Telefonnummer zu hinterlassen, damit wir Sie im Gewinnfall natürlich auch sofort zurückrufen können. Und dann gehören diese zwei wunderbaren Bücher Ihnen. Jetzt geht es nicht um die chinesische Astrologie, sondern um die klassische Astrologie mit Michael Allgeier. Mit dem werfen wir nämlich gleich den Blick in die Sterne. Chakren in Harmonie, das ist Chakmonie, die Manufaktur zur Harmonisierung ihrer Chakren. Chakmonie verbindet die energetische Wirkung von Farben mit kraftvollen Energiebildern, hochwertige Porzellantassen und Glasuntersetzer, ansprechende Medaillonketten, exklusive Korbtaschen in 7 leuchtenden Chakrafarben mit wertvollen Mandalas aus Original Swarovski-Kristallen. Bestellen Sie jetzt unter 02204 9840779, Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr oder jederzeit im Onlineshop auf www.chakmonie.de. Oh, mein lieber Michael, du weißt, ich mache dir gerne Komplimente, aber heute, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Du siehst sehr, sehr schwer erkältet aus. Aber du meinst, weil ich diesen schönen Schal um mich habe? Ja, also du wirkst also auch so, als... ein bisschen angeschlagen war ich. Ja, ja, das sieht man dir noch an. Erhol dich gut. Aber das Schöne ist, dass du ja heute in ein besonders sonniges Horoskop hoffentlich blicken wirst. Nämlich in das Horoskop von Leichter Leben. 7 Jahre, ist das nicht der Wahnsinn? Ich meine, du bist ja eigentlich quasi auch seit Anfang an dabei, Micha. Ja, ich war immer an deiner Seite, durfte ich mit sein, ab und zu. Und Leichter Leben bist eigentlich auch du für mich, also zumindest bist du die Seele von dem Ganzen. Es gibt viele wunderbare Mitarbeiter, aber du bist schon die Seele für mich von Leichter Leben, das muss ich so sagen, auch wenn es dir jetzt unangenehm ist. Und das Horoskop ist fantastisch. Also ich habe es mir ja öfter schon angeschaut. Und wenn ich jetzt ein astrologisches Institut neu gegründet hätte, dann hätte ich mir so ein Horoskop auch ausgesucht. Also ich frage mich ja immer, war das Zufall? Hat das jemand gegründet? Das Tolle ist, es hat so eine ganz starke 12. Hausbesetzung. 12. Haus steht ja für Mitleid, für Mitfühlen, für Menschlichkeit und für menschliche Themen eben auch. Ja? Und das ist mit einer Sonne-Venus-Neptun-Konjunktion einfach wahnsinnig schön besetzt. Und ich kenne selten eine Sendung, die den Spagat so schafft zwischen materiellen Notwendigkeiten, sage ich mal, und trotzdem diesen menschlichen Idealismus, diesen Anspruch, der von dir, aber auch von Jens in die Sendung mit hineingetragen wird. Also das finde ich eben ganz fantastisch. Und zum Geburtstag jetzt, man macht ja da immer eine Art Solar, wo man sieht, die Sterne am Geburtstag zeigen immer den künftigen Erfolg auch an. Also im Moment ist schon seit einigen Monaten der Jupiter im 7. Haus dieses Horoskops. Und das heißt, dass die Sendung eigentlich an zunehmender Einschaltquote, Präsenz. Ja, das heißt, wir werden ja auch immer präsenter. Wir probieren natürlich auch viel über Social Media zu arbeiten. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook. Also wir probieren natürlich auch Menschen zu erreichen, die vielleicht über Spiritualität, über uns vielleicht so eine eigene Meinung haben. Aber wir wollen einfach beweisen, dass wir bodenständige Spiritualität hier anbieten mit wirklich auch Spaß und Leidenschaft. Ja, und also der Trend ist sehr positiv, der Zuwachs ist total gegeben, also würde mich wundern, wenn nicht. Und wie gesagt, dieser Spagat zwischen materiellen Notwendigkeiten und zwischen Verkauf, aber auch dieser Idealismus, der da drin ist, diese Menschennähe, der ist
ist wirklich einmalig auf dem Markt, denke ich. Ja. Also ich glaube, was wirklich was ganz Wunderbares bei uns allen ist, ist auch wirklich die Team, der Teamzusammenhalt. Wir haben viele Kollegen, die sind seit Anfang an dabei. Dann haben wir natürlich auch einen unglaublichen Wechsel, was unsere Mitarbeiter anbelangt. Wir haben viele junge Leute, die nur 3 Monate bei uns sind, aber die hier einfach auch einen guten Geist reinbringen, tolle Themen recherchieren, auch mitdenken. Und ich glaube, das ist wirklich so was Besonderes. Wir haben keinen Stillstand, obwohl wir jeden Tag um 14 Uhr hier für unsere Zuschauer da sind. Wir sind aber trotzdem immer in Bewegung, obwohl wir so eine Kontinuität drinnen haben. Das ist wunderbar. Also die nächsten 7 Jahre in irgendeiner Form können wir uns zurücklegen. Ich habe das Gefühl, ich werde auch mit dieser Sendung noch alt und grau. Ich glaube auch. Und ich hoffe, dass auch die Führung dieses Unternehmens sieht, wie wichtig und bedeutend diese Sendung inzwischen ist. Da ist der einzige Spannungsbereich in diesem Horoskop, dass oftmals vielleicht über Zielsetzungen von dieser Sendung diskutiert wird. Das ist jetzt keine Spekulation von mir, sehe ich allein am Horoskop. Aber ansonsten ist diese Sendung ein Geschenk, kann man sagen. Auch da kann ich dir nicht widersprechen, obwohl ich eins weiß, dass auch die Geschäftsführung diese Sendung sehr, sehr schätzen und auch unseren Teamgeist sehr, sehr schätzen. Aber natürlich ist es wie überall im Leben. Man will natürlich auch in irgendeiner Form überleben und da gehört natürlich auch einiges dazu. Klar. Aber wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, das, was wir hier jeden Tag machen dürfen, und dafür bin ich auch immer ganz dankbar und ich glaube auch, dass jeder bei uns hier sehr, sehr dankbar ist. Das macht uns Freude und das bringt auch hoffentlich dem einen oder anderen zu Hause Leichtigkeit. Und ich freue mich so, dass du ja auch jede Woche mit dabei bist. Dankeschön. Am Morgen feiern wir noch ein klein wenig. Morgen gibt es nämlich eine Geburtstagstorte für uns und morgen ist auch Jens da. Dem werde ich natürlich auch gleich übermitteln, welche positiven Botschaften du heute wieder gesagt hast. Und dann haben wir morgen auf jeden Fall einen Grund zum Anstoßen. Die Micha, Zukunft ist gut. Herzlichen Dank für diese schöne Aussage. Ich hatte fast ein bisschen Freudentränen gerade im Auge. Werd ganz schnell gesund, erhol dich gut. Aber es ist im Moment kaum aufzuhalten, ne? Diese Erkältungswirren, die hier so rumschwirren. Geht überall rum. Also ich war einen halben Tag im Bett gelegen, habe ich mir gesagt, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich will jetzt gesund werden. Und jetzt geht es mir auch schon wieder besser. Das ist gut. Mach weiter so, ruh dich aber trotzdem genug aus. Du weißt, Gesundheit ist das A und O im Leben. Alles klar. Bis bald, ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, Andrea. Tschüss. Alles Gute. Ja, danke dir. Tschüss, servus. Jetzt geht es weiter mit einer anderen wunderbaren Verlosung, denn ich habe Ihnen ja gesagt, wir sind überall vertreten. Instagram, YouTube, unsere YouTube-Mediatheken für die Zuschauer, die uns vielleicht nicht jeden Tag sehen können, aber doch immer Interesse an den Sendungen haben. Da können Sie einfach bei YouTube unsere täglichen Sendungen verfolgen. Und auf Facebook können Sie ja auch immer mitmachen bei schönen Verlosungsaktionen. Und in diesem Februar, da haben wir wieder eine schöne Verlosung für Sie von Petra Stretz. Die hat uns das zur Verfügung gestellt, ein wirklich tolles Power-Paket. Und da geht es um natürlich auch die Aktivierung. Und dieses schöne Paket im Wert von über 170 Euro, das können Sie gewinnen. Sie müssen wie immer eines tun, nämlich auf unsere Facebook-Seite gehen. Und dann finden Sie das Foto von Petra Stretz und den Bildern. Ja, irgendwas ist da bei Facebook passiert, ne? Früher haben wir es doch immer ganz am Anfang gehabt. Wo findet man es jetzt? Muss noch mal nachgucken. Sie finden es. Sie gehen einfach auf Fotos, weil da muss es angezeigt sein. Und wenn Sie auf Fotos klicken, probier das mal ganz kurz aus. Das ist live und das macht diese Sendung auch so schön. Gehen Sie mal auf Fotos und dann gucken wir, ob wir da das Foto finden. Facebook hat wieder irgendwas umgestellt, aber wir werden daran arbeiten, dem Mark Zuckerberg erstmal zu schreiben, dass das Quatsch ist, was er da gerade gemacht hat. Aber da sehen Sie es, genau. Auf Fotos gehen und dann finden Sie auf jeden Fall auch hier dieses schöne Verlosungsfoto. Und dieses Foto, das können Sie gerne teilen, liken, aber ganz wichtig, bitteschön, kommentieren Sie. Denn aus all den Kommentaren, da werden wir Ende Februar, Anfang März den Gewinner ziehen und drücken natürlich wie immer die Daumen. Gabriele Iasetta, die hat gestern ja auch etwas verlost, nämlich ihr neues Magazin Beautiful Life. Es ist kein Monatsmagazin. Mhm. Gabriele, das würdest du auch gar nicht schaffen, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Wie oft kommt dieses Magazin raus? 2-3 Mal im Jahr. Je nachdem, wie viele Hotels ich getestet habe und wie viel, also es gibt ja auch viele, die von hier einen Artikel schreiben. Dieses Mal ist ja die Stefanie Kalewski da drinnen über Hexen. Also ich lasse mich da schon inspirieren und tragen von den Menschen, die ich kennenlerne, was ich interessant finde. Und das packe ich dann in das Heft hinein. Und das Schöne ist bei diesem Heft, es ist kein esoterisches Heft, sondern Nein. Es geht wirklich um Beautiful Life. Es geht um das schöne Leben. Das heißt, du machst Reisen, du
stellst Hotels in diesem Magazin vor. Du gibst Beauty-Tipps in diesem Magazin. Also du auch Ernährung ist auch ein Thema. Alles, was eigentlich zum Wohlfühlen dazugehört. Mhm. Und mittlerweile ist dieser Trend ja nicht nur in den Hotels, sondern generell im Leben von den Menschen spürbar. Früher wollten sie alle nur Jogging und Fitness und Gymnastik in den Hotels. Und heute wollen sie alle nicht nur die Wellness, sondern wirklich die alten Traditionen. Genau, also da gibt es ja, also ich glaube, jedes Hotel, das Wellness anbietet, bietet heute auch wirklich in die spirituelle Richtung, ob es Klangschalenmassage ist oder eben mit Steinen wird gearbeitet. Auch gibt es meistens Wasserkaraffen, wo also energetische Steine darin sind. Also da wird schon, da kommt immer mehr Bewusstsein und ich habe immer schon gesagt, da wo der Trend bei Hotels liegt, das ist auch der Trend der Gesellschaft. Und da hat wirklich, also früher war es eben in den 80er Jahren der Fitness, Dings, da wollten alle nur, da hat die ganzen Fitnessräume sind da gebaut werden. Aber mittlerweile ist ja das Wellnessangebot, umso breiter gefächert es ist, umso beliebter sind die Hotels geworden. Ich bin ja auch mal auf Recherchereise gegangen und das passt eigentlich ganz gut heute zu auch Daniela. Nämlich, ich war in einem Hotel, im Tri-Hotel in Rostock nämlich. Mhm. Und das richtet sich auch nach den fünf Elementen. Und es ist eigentlich so eine Art Tagungshotel gewesen, aber die Ausstattung, also auch die Restaurants, und alles war so ein bisschen fünf Elemente mäßig eingerichtet. Also eine ganz andere Atmosphäre, die man da bekommen hat. Und die haben Daniela zum Beispiel auch nach diesem Prinzip gekocht. Aber du hast mir ja auch erzählt, viele Hotels probieren es erstmal aus, aber bleiben nicht lange dabei. Ne? Es ist halt nicht so einfach, wenn man es richtig machen will. Man kann natürlich immer sagen, ich mache das nach Farben. Dann kann man natürlich, dann nennt man das eher Feng Shui-Küche und sagt, alles was rot ist, ist Feuerelement, alles was grün ist, ist Holzelement. Aber wenn man es richtig machen will, muss man im Prinzip das ganze Küchenpersonal ausbilden und den Schritt zu gehen, sage ich jetzt mal, sind die Leute dann doch nicht so wahnsinnig bereit. Ja, und ich glaube auch nicht jeder Gast wäre wahrscheinlich nur bereit, fünf Elemente Essen zu sich zu nehmen. Da fehlt vielleicht dem einen oder anderen starken Mann dann doch noch ein bisschen was. Naja, man kann ja letztendlich, die Chinesen essen ja alles. Ne? Also es gibt ja dieses Sprichwort, dass sie alles essen, außer vier Beinen, was vier Beine hat, außer einem Tisch und dass sie alles, was fliegt, außer einem Flugzeug zu sich nehmen. Also von daher gibt es da keine Limits, wie man das interpretieren kann. Aber gerade in den Hotels wird ja viel mit Buffets gekocht und jetzt ein Buffet nach den fünf Elementen zu erstellen, und zwar fürs Frühstück, fürs Mittag und fürs Abendessen. Da brauchen wir schon ein großes Team. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber einrichten tun sich wirklich sehr viele Hotels auch nach den Elementen. Also da ist Rostock natürlich eines davon, aber sehr viele Wellness-Hotels, ich würde fast sagen 30-40% richten sich da oder sogar mehr richten sich nach den Elementen. Und da gibt es auch dann immer so Elemente, Zimmer wie eben Feuer, Luft, Wasser und Erde. Warst du hier auch in Andalusien in dem Hotel? Ja, natürlich. Ja. Wann warst du denn da? Ich glaube, im Frühjahr letztes Jahr. Na, und gestern ist ihr noch nicht mal eingefallen, in welchem Land sie beim letzten Mal war. Also, da hast du noch erzählt, sie war seit Jahren nicht mehr aus Österreich hinweg. Ne? Dann ist mir Marokko noch eingefallen. Und jetzt kommen wir also Andalusien auch noch. Ja? Aber das sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Ja, das war ist ein wunderschönes Hotel. Das ist ja eigentlich von den Grafen von Fürsten oder Hohenzollern gegründet worden oder Fürstenberg und die haben das nur für Freunde gemacht und dann wurde es irgendwann... Ist man gerne befreundet, oder? Ja, da wäre ich gerne befreundet, aber mittlerweile ist das eben ein Hotel, aber wirklich mit unterschiedlichen Bungalows, die halt damals nur für die ganze Freunde von der Grafenschaft sozusagen waren. Aber es gibt noch immer sehr viele Adelige und Promis dort, also nach mir, nachdem ich abgereist bin, haben da einige Prominente auch, jetzt fällt mir natürlich wieder mal nicht der Name ein, wer nach mir gekommen ist, aber waren dort. Zu meiner Zeit nicht. Ein Thema, auch ganz wichtig, was auch immer Platz natürlich in deinem Magazin findet, ist Thema Feng Shui. Also das gehört auch zu diesem schöneren Leben eigentlich mittlerweile dazu, denn nicht nur was die Küche anbelangt, sondern einfach auch wirklich was die Atmosphäre anbelangt, kann man eben sehr, sehr viel tun. Und da guckst du schon, dass die Themen jetzt nicht zwar
rein spirituell sind, aber doch Menschen ansprechen. Ja, aber dieses Spirituelle rückt ja immer mehr auch in den Alltag hinein. Also es gibt ja immer mehr Menschen, die sich danach einrichten. Ja, immer mehr wirklich auch Büros. Die dann auch kochen. Ja, aber auch Büros also, und so, was ich ganz toll finde. Also dass wirklich auch die großen Chefs sagen, also wir wollen, dass alles gut im Fluss ist und wir wollen einfach natürlich auch, dass das Unternehmen eine gute Energie hat. Genau. Und dann kommen dann natürlich gute Ideen, warum? Ne? Ja, also das Bewusstsein von Spiritualität oder dass man gut miteinander umgeht, das kommt immer mehr, Gott sei Dank. Also zumindest in unseren Breiten kommt es immer mehr. Eine Serie von Dr. Masaru Emoto. Wer ist denn dieser Mann? Ja, wer ist denn das? Ja, das ist natürlich der Wasserkristallforscher und der ist ja leider schon jetzt verstorben. Aber ich habe trotzdem als einziges Magazin hat er mir ja eine Serie zur Verfügung gestellt. Also weltweit bin ich die Einzige, die seine Serie in Zeitschrift veröffentlichen darf. Ah, das ist natürlich toll und das ist wirklich ein ganz interessantes Thema, die Wasserkristallfotografie von Masaru Emoto. Und dann geht es natürlich aber auch, und das ist eben dieses Schöne an deinem Magazin, es geht eben auch um ja, Spiritualität und Luxus, Spiritualität und Lebensgefühl miteinander zu kombinieren. Und ich glaube, fast jeder auch von prominenter Seite aus, gibt es so viele, die ja auch dieser spirituellen Welt zugeneigt sind, die immer da auch Lust haben. Und ich meine, hier haben wir jetzt ein Interview zum Beispiel mit Sarah Wiener, auch einer absoluten Top-Köchin. Und da muss man ja auch sagen, die holen sich ja auch Ausgleich, die holen sich ja auch Kräfte über Dinge, wo man vielleicht in der Öffentlichkeit manchmal gar nicht so viel drüber redet. Aber ich glaube, meditieren oder sonst irgendwas machen 90% der Promis. Genau, es gibt ja auch ganz viele, die Yoga machen oder Yoga-Bücher herausbringen. Aber ich glaube auch natürlich, weil man noch immer oft in der Öffentlichkeit belächelt wird, wenn man sagt, ja, ich lebe nach diesen Regeln, nach Feng Shui oder so etwas, oder ich ernähre mich danach. Aber insgeheim machen sehr, sehr viele Prominente das und tragen ja auch sehr viele meinen Schmuck oder bringen sich in die Schwingung und ja, das gehört schon dazu, ein ausgeglichenes Leben zu haben. Neulich habe ich den wieder im Fernsehen entdeckt, deinen Schmuck. Ja. Samstagabend, Primetime, die Puppenstars heißt die Sendung. Mhm. Gabi Köster trägt ein Balance-Armband. Also das war, die war sehr beschmückt mit ganz vielen, wahrscheinlich auch Kraftschmuck. Ja. Aber ein Armband leuchtete tatsächlich hervor. Und das war? Habe ich sofort erkannt natürlich. Ja. Und Sarah Wiener zum Beispiel, Stricken ist Yoga für die Seele. Genau. Ne? Ist auch also, so ein bisschen ihr Thema. Jeder findet irgendwie anders seinen Ausgleich. Aber von einem stressigen Leben, was ja außen auf jeden Fall immer ist, muss man jeder so seine innere Ruhe auch wiederfinden. Herrlich. Du hast auf jeden Fall nicht nur Beautiful Life heute mitgebracht, sondern auch viel Kraft, viel Vitalität. Und den präsentierst du uns gleich beim intelligenten Schmuck. Gleich. Quantum Platinum Energy, das Energiesystem der neuen Bewusstseinsebenen, gechannelt von Nicola Alexandra von Lajan. Eine Plasmaenergie aus der Zeit der Entstehung der Erde bringt Sie und Ihr Leben in Glück, Harmonie, Freude, Erfolg, private, glückliche Beziehungen und Wohlbefinden auf allen Ebenen. Quantum Platinum Energy, der Durchbruch in der Energiearbeit. Nicola Alexandra von Lajan begrüßt Sie zu Level 1 und 2 als Einsteigerseminar jetzt auch in München, Frankfurt, Gießen, Köln, Stuttgart, Konstanz, Altensteig. Kommen Sie mit auf den Weg in Ihr Glück, denn Ihre Zeit ist jetzt. Also es ist nicht nur Rohkost, wie ich gerade sehe, weil sonst hätten wir ja keine Herdplatte hier. Nee, ja? nee, und das ist auch gerade so ein Punkt. Bei der Ernährung nach den fünf Elementen ist die Rohkost ganz, ganz weit im Hintergrund. Weil die meisten Menschen, die ein Problem haben mit ihrer Verdauung, die haben eben eine geschwächte Mitte aus Sicht der chinesischen Medizin. Und bei einer geschwächten Mitte ist alles, was nicht so ganz leicht verdaulich ist, ausgesprochen kompliziert für den Körper. Kann dann zu Blähungen führen, zu Durchfällen, zu Verstopfungen oder eben auch zu Müdigkeit, dass man sich schlapp fühlt, dass man zunimmt, dass man Gelenkschmerzen kriegt und Ähnliches. Und deswegen empfiehlt die Fünf-Elemente-Küche in solchen Fällen, dass man fast alles gekocht isst. Ich habe ja vorhin gesagt, du kommst gerade aus Teneriffa eingeflogen, extra für uns. Ja. Und bietest natürlich auch in Teneriffa tolle Atmosphäre, auch eigentlich immer Sonnengarantie, bietet es dort natürlich auch Möglichkeiten an,
den Menschen das beizubringen? Absolut. Also gibt es da so Kurse, gibt es da so ein Kombi-Angebot mit Ferien? Also es gibt alles Mögliche. Man kann natürlich einfach nur bei uns auf die Biofinca kommen und Ferien machen und kann sich dann auch gerne aus unserem Biogarten... Sieht auch schön aus. Ja, ist auch schön. Vor allem, wenn man hier aus der Kälte kommt, ist es ganz besonders schön. Und man kann halt, man kann aber auch entweder eine Kur machen mit mir, also zum Beispiel, wenn man halt ein Ziel hat und sagt, ich möchte halt mal meinen Gewichtsverlust ein bisschen ankurbeln oder ich möchte entgiften. Ich habe auch viele Leute nach einer langen Krankheit oder nach einem Krankenhausaufenthalt, die dann sagen, oh, ich muss aber unbedingt jetzt mal alles, den ganzen alten Mist loswerden und möchte neu starten. Darüber hinaus kann man aber auch einfach nur einen Kochkurs buchen oder auch ein Gourmet-Dinner. Also ich habe viele Leute, die kommen auch einfach dann und buchen, sind irgendwo anders im Hotel und sagen, wir würden gerne mal zum Essen kommen, ne? Oder wir würden das gerne mal bei dir lernen und dann macht man halt einen kleinen Kochkurs mit denen. Oder eben eine Beratung, eine Ernährungsberatung. Wenn man das nicht nur im Internet machen will, das bieten wir natürlich auch an, dann kann man halt auch zu mir persönlich nach Hause kommen. Okay. Herdplatte ist schon an? Gut. Oder was verwenden wir jetzt? Also ich habe jetzt schon mal ein bisschen, während ihr euch da unterhalten habt, habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Also wir machen einen lauwarmen Quinoa-Salat mit Möhren. Und ich habe schon mal so eine Art... sieht ein bisschen aus wie Guacamole. Mhm. Das ist quasi die Vinaigrette. Ne? Also die ist aus Avocado-Erdelement, mit ein bisschen Pfeffer fürs Metallelement, bisschen Salz fürs Wasserelement, Zitronensaft und Orangensaft für das Holzelement und Kurkuma fürs Feuerelement. Also du siehst, schon da sind alle Elemente drin. Und das ist im Prinzip das, was hinterher quasi als Vinaigrette über diesen lauwarmen Salat drüber kommt. Ne, was ich auch vorbereitet habe, ist den Quinoa. Finde ich aber schon so auch als Dip sehr, sehr lecker. Kann man auch so schon lecker essen. Ne? Aber wir wollen ja jetzt noch ein bisschen, also das, was wir heute machen, ist komplett vegan. Auch noch zusätzlich, das ist bei den Getreidekuren recht wichtig. Mhm. Wir wollen ja den Organismus entlasten und wollen ja dafür sorgen, dass die Verdauung und der Stoffwechsel sich normalisieren. Also alles, was den Körper Schwierigkeiten macht in der Verdauung, lassen wir weg. Das heißt, in so einer Getreidekur zum Abnehmen oder Entgiften gibt es kein Fleisch, kein Fisch, keine Milchprodukte, keine Eier, nichts, was irgendwie tierischen Ursprungs ist. Es gibt sehr viel Gekochtes, es gibt sehr viel Gemüse, es gibt jeden Tag gekochtes Getreide. Und ganz wichtig, während der Kur ist man niemals hungrig. Also es ist quasi wie eine Diät, aber man ist nicht hungrig. Eigentlich der ideale Punkt. Denn was passiert, wenn ich hungrig bin? Wenn ich hungrig bin, dann schaltet mein Körper auf Sparmodus. Und in dem Moment, wo ich von der Diät wieder aufhöre, dann freut er sich dermaßen, dass er wieder alles zu sich nehmen kann, dass er dann gerne auch von einem Salatblatt zunimmt. Das ist der Jojo-Effekt. Aber auch ein bisschen verrückt, oder? Dass sich diese fünf Elemente Küche ja eigentlich, dass sie entstanden ist auf einem Kontinent, wo du vorhin noch gesagt hast, da hat man über Ernährung oder man isst da eigentlich alles. Aber ganz so zufrieden kann man ja dann auch nicht im Leben gewesen sein, also dass sich daraus dann so eine Fünf-Elemente-Ernährung entwickelt hat. Die haben ursprünglich die Ärzte quasi mit verschrieben. Also in China war es ja früher so, jede Familie hatte einen Hausarzt und der Mann ist bezahlt worden, solange alle gesund waren. Das hieß also, der hat sich nicht nur darum gekümmert, die ständig zu untersuchen, sondern hat auch immer Empfehlungen dafür gegeben, was sollen sie denn essen? Und hat dann, wenn ein Unwohlsein oder Ungleichgewicht da war, hat er dann eben entsprechend andere Nahrungsmittel empfohlen. Deswegen ging es den Reichen immer gut. Ne? Deswegen, und damit er auch wieder sein Geld bekommt. Weil in dem Augenblick, wo einer krank war, wurde er ja nicht mehr bezahlt. Das wäre vielleicht mal eine Idee für unser Gesundheitssystem. Aber gut, das führt jetzt hier zu weit, glaube ich. Also, was wir jetzt machen, wir braten jetzt einfach ein bisschen die Möhren und die Frühlingszwiebeln ein bisschen an. Okay. Und lassen die ein bisschen in Sesamöl schwitzen. Lass mich mal hier vorbei, genau. Ich muss mal das Kabel mitnehmen. Genau. So, und dann machen wir das mal richtig. Muss ich jetzt einfach nach oben drücken? Da bin ich mittlerweile schon ein bisschen Profi geworden. Mach mir das doch mal richtig heiß. erstmal an. Das hilft. Schon besser. Profi war es jetzt auch nicht. Naja, aber neuer Herd, neues Glück aber irgendwie. So neu ist er jetzt auch wieder nicht mehr. Früher konnte ich mich da immer gut rausreden und sagen, ich kenne ihn noch nicht, der ist ganz neu. Ja, ich kenne ihn gar nicht. Also von daher. Also wir machen einfach ein bisschen Sesamöl heiß in der Pfanne. Das ist eigentlich auch ganz interessant, dass man im Prinzip Abnehmgerichte kochen kann und da ist trotzdem relativ viel Fett drin, in Anführungszeichen. Aber es ist halt gesundes Fett. Genau. Fett, ne? Also die Avocado ist ja auch sehr reich an Vitamin E. Und das Sesamöl hat viel die ganzen Omega-Säuren. Fettsäuren. Das riecht man jetzt auch schon, das können die Zuschauer leider nicht, aber dieser geröstete Geruch von dem Sesam, den verstärken wir jetzt noch, indem wir noch so ein bisschen Sesam dazu tun und den noch ein bisschen anrösten. Und dann nehmen wir einfach die Möhren, erstmal nur die Möhren dazu. Und jetzt befinden wir uns immer noch im Erdelement. Ne? Möhren, Erdelement, Sesam, die ganzen Samen und Nüsse,
haben eine sehr ausgleichende Wirkung auf die Mitte, gehören deshalb wieder auch fast alle Öle zum Erdelement. Also was man sagen muss, rein optisch gesehen sieht es schon auch irgendwie schick aus. Ne? Ja, also es macht schon auch ein bisschen was fürs Auge her. Ja, also die Gerichte sind auch, also dass Diäten dann irgendwie, dass das Essen so fad aussehen muss und fad schmecken muss, wenn man abnehmen will, das ist ja auch ein Gerücht. Ja. Das hält sich hartnäckig, aber das ist auch ein Gerücht. Ne? Also wenn man jetzt hier, weiß nicht, ob man es mal in die Pfanne, kann man mal so, das sieht schon an sich schon schön aus, einfach so wie es ist. Ne? Und jetzt müssen wir das ein bisschen dünsten. Das können wir jetzt auch. Die Männer in der Regie fragen gerade, ob wir die Kochplatte ein bisschen leiser machen können. Tja. Nein, wir kochen hier, das heißt, wir braten hier. Mach ruhig weiter. Tut mir echt leid, ich rede einfach lauter. Könnt ihr die Kochplatte ein bisschen leiser machen? Das ist, sei mal leise, du böse Kochplatte. Das ist die, ich denke mal, das ist so eine Belüftung, die da noch mit angeht, ne? Ganz genau. So. Und je weniger sie natürlich hochfährt, umso leiser ist sie natürlich. Aber wir müssen anbraten. Das ist halt einfach so. Da müssen die jetzt durch. Genau. So. Jetzt und unsere Zuschauer leider auch. Aber dafür kriege ich später ein köstliches Essen. Ganz genau. Ich kann sagen, dafür verwöhnen wir sie ja auch. Na, ob das für alle reicht, wage ich zu bezweifeln. Aber egal. Jetzt haben wir die Frühlingszwiebeln dazu getan. Frühlingszwiebeln, wie fast alle Zwiebelgewächse, leicht scharfer Geschmack, Metallelement. Ne? Das lassen wir jetzt so ein bisschen anbraten. Das ist so ein bisschen diese typischen Pfannengerichte, die man auch in der Thai-Küche kennt. Die sind eigentlich viel fünf Elemente inspiriert, ne? Weil die einfach auch dieses kurz gebraten, aber immerhin gekochte Gemüse, ne? Immer noch so, dass es knackig ist, wobei es gerade in der fünf Elemente Küche, wenn es dann um die Kraftsuppen geht, die dann halt wirklich, wenn man sich ganz, ganz schlapp fühlt, ganz wichtig sind, da lässt man die Sachen wirklich ganz, ganz lange kochen. Und dann sagen immer alle, da ist doch nichts mehr drin. Darum geht es aber nicht. Bei der Fünf-Elemente-Ernährung geht es nicht um die Vitamine und Mineralstoffe, sondern es geht um die Energie, die mir ein Gericht gibt. Mhm. Und die erhöht sich natürlich, wenn ich das Ganze koche. Ich lasse dich jetzt nochmal in aller Ruhe weiter kochen und komme dann nochmal zum nächsten Schritt quasi dazu. Wir machen kurz das Päuschen, danach geht es weiter mit intelligenten Schmuck und Kaffee. Okay. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Lappesen. Lebensberatung ist neue Sicht und Handlungsweisen zu entdecken. Hinter jedem Problem, was Sie gefangen hält, verbirgt sich die Chance. Meine Ziele in der Beratung sind positive Veränderungen. Ich erkenne Hintergründe und Zusammenhänge. Ich helfe Menschen, ihren Gefühlszustand zu verbessern und ihr Ziel zu erreichen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Von der vitalen Küche geht's jetzt um den vitalen, intelligenten Schmuck im intelligenten Schmuck mit Gabriele Irsetter. Intelligenter Schmuck wird Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Präsentieren wir nicht zum ersten Mal, aber immer wenn wir es präsentieren, scheint es die richtige Zeit zu sein. Da fehlt es wohl den Menschen wirklich an Vitalität. Jetzt, wo es immer noch so dunkel ist, kann man natürlich auch wieder seine Energie steigen. Und zwar mit zwei wirklich tollen Produkten, die du mitgebracht hast. Ein Produkt, wo man sagen kann, vielleicht fangen wir mit dem an, nämlich mit den Cyberstrips, wo man sagen kann, das ist ein Produkt, das ist so erschwinglich, aber hat so eine positive Wirkung, dass man da gar nichts falsch machen kann. Es ist trendy, es sieht toll aus. Und du arbeitest hier gleich mit mehreren Varianten deines intelligenten Schmucks. Genau, ich arbeite hier mit Zahlenschwingungskoden. Haben Sie vielleicht, wenn Sie die ganze Woche schon dabei waren in meinen Shop-Sendungen, gehört, dass
Zahlenschwingungscode unsere Schwingung verändern. Und bei diesen Zahlenschwingungscodes geht es um Regeneration und Verjüngung. Und zwar, wir bestehen aus 70 bis 80 Billionen Körperzellen. Jede Zelle besteht aus Zellwasser. Und wir können uns die Zellen, die werden... Ein paar brauchen nur ein paar Stunden, ein paar Minuten, um sich neu zu regenerieren. Und die längste braucht eben 21 Tage. Und damit sich die Zelle sozusagen, das ist so wie eine Kopie, damit die Zelle nicht wie bei der Kopie immer heller wird, sondern gleich kräftig bleibt, dafür arbeiten diese Zahlenschwingungscodes. Aber auch natürlich arbeite ich mit der Energie der Worte. Und dieses Armband getragen, bringt sie, dass sich ihre Zellen regenerieren schneller, wenn man zum Beispiel ausgepowert ist, wenn man viel Energie gebraucht hat, dass man da wieder schneller sich wieder in die Harmonie bringt sozusagen und dann natürlich in die Regeneration bringt und dann aber auch die Zellen wieder verjüngen. Und das ist natürlich auch mal schon eine Sache, auch wenn man schon ein bisschen älter wird, dass sich die Zellen wieder verjüngen. Das hat natürlich auch etwas mit Aussehen zu tun, dass man länger frisch und jung aussieht. Und dafür steht dieses Armband auch. Ziemlich trendy ist es auch. Also viele Sportler tragen ja zum Beispiel auch solche Armbänder, damit sie wirklich auch zu Kräften kommen, damit sie vielleicht auch zu Höchstleistungen angespornt werden. Und es gibt es natürlich auch hier wieder in verschiedenen Größen. Das heißt, dass egal, ob es eine Frau ist oder ein Mann ist, beide können das tragen. Das heißt, es ist ein Unisex-Produkt und zwar für 19 Euro. Das sind wieder die leichter Lebenpreise, die Gabriele mitbringt. Anstelle von 29 Euro kriegen Sie hier dieses Cyberstrips-Armband für 19 Euro. Und ein weiteres Angebot, das Gabriele auch noch mitgebracht hat, und das ist in der Kombination natürlich besonders gut, da geht es um dein Vitalitätsarmband. Das ist auch wieder jedes Armband ein Unikat, denn du arbeitest hier mit Heilsteinen, du arbeitest hier auch wieder mit deinen üblichen Kräften und auch hier sparen Sie 10 Euro. 49 Euro. Und wenn Sie sich natürlich für beide entscheiden, und da kann man wirklich sagen, da kommt man so richtig in den Schwung. Und es ist egal, ob es Männer sind oder Frauen sind, beide können es tragen, aber beiden sieht es einfach auch unwahrscheinlich gut aus. Genau, darum habe ich ja hier auch die beiden Beispiele hergegeben. Der Prinz und die Gitter. Also beide tragen es und schaut auch wirklich immer schick aus. Und es geht da ja um die Kombination auch, weil mehr kann ich nicht tun, Energie der Worte, Zahlenschwingungscode. Und jetzt beim Armband habe ich die Energie der Steine, auch die Energie der Worte, aber ich habe gleich zwei Varianten der Steine. Ich habe eben den Granat, der ja fürs Durchhaltevermögen, für Power steht, der wirkt am Handgelenk oder hier im Dunkeln vielleicht und nicht im Tageslicht, wenn man ist, so wie hier, dann wirkt er sehr dunkelbraun. Hält man ihn aber gegen die Sonne, dann ist er blutrot. Und man nennt ihn eben auch wirklich Karfunkelstein, weil der hebt Energieblockaden auf. Der ist wirklich fürs Durchhaltevermögen und für die Bauer ist der da geschaffen worden, sozusagen in der Erde, für uns die Energie zu bringen. Und dann ist eben auch der Botswana-Achat. Das ist ein Stein, der sieht immer anders aus. Der ist mal nur grau, manchmal ist er weiß durchzogen. Und dieser Stein, der steht eigentlich, wenn man es in Heilsteinebüchern nachliest, damit die Haut gereinigt ist, damit wir, für alle Menschen, die eben mit Haut Probleme haben, dafür steht laut Heilsteinebüchern der Botswana-Achat. Aber ich habe es hier angewendet, denn für was steht denn die Haut? Die Haut ist immer ein Spiegel der Seele. Und wenn Sie sagen, man hat Hautprobleme, dann schreit eigentlich die Seele danach etwas zu ändern. Und dafür ist eben der Botswana-Achat auf diesem Armband, damit Sie wirklich Ihre Seele auch ins Gleichgewicht bringen, in Ihre Vitalität kommen. Denn nur, wenn es der Seele gut geht, dann sind wir auch mental gestärkt, dann sind wir auch in unserer Vitalität und dafür steht das Vitalitätsarmband. Das gibt es in zwei Größen. Also wenn man nichts dazu sagt, dann kommt es in einer etwas größeren Größe wie das Balance-Armband. Also ich habe zum Beispiel, meines ist kleiner gemacht. Also wenn Sie sagen, Sie sind doch eher eine zarte Dame oder ein zarter Herr, dann machen wir auch eine kleinere Größe dabei.
Es sind zwei Armbänder, die wirklich auch wieder etwas verändern. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo wir sagen, ja, wir wissen, im März ist endlich dieses Sonnenjahr da, da kommt die Sonne. Aber diese Verstärkung ist natürlich auch was ganz Tolles. Und jetzt sind wir gerade so ein bisschen frustriert durch diesen langen Winter wieder, der hinter uns liegt. Aber wir schaffen es schon auch wirklich, unseren Geist wieder vital zu kriegen, mit Hilfe eben dieser Steine. Denn Steine, die haben natürlich Kraft, die haben Energie und Power. Und hier haben sie zwei Armbänder. Wo man sagen kann, eins kriegt man ja quasi fast geschenkt, denn man spart ja bei beiden Armbändern wirklich insgesamt 20 Euro, wenn man sich für beide entscheidet. Sie haben die Chance, heute wirklich zu verbilligten Preisen wieder einzukaufen und da zwei Armbänder wirklich zu holen, die ja nicht nur diesen tollen Effekt haben, sondern die ja auch schon wieder toll aussehen. Genau. Und du hast ja vorhin eine Dame angesprochen und die trägt das Armband natürlich auch. Beide hat sie von mir. Die stärkt sich ja auch mit diesem Schmuck. Ich sag den Namen nochmal, Gabi Köster. Ich hab's gesehen. Also ja, kann man ruhig mal sagen. Also die trägt einen Schmuck, die ist wirklich auch Kundin und ja, trägt ihn ja auch in der Öffentlichkeit. Und da muss man ja wirklich sagen, das ist ja eine Frau, die wir alle kennen. Die hat ja nun mal die Balance für einen gewissen Zeitraum verloren in ihrem Leben. Mhm. Aber was sie nicht verloren hat, ist wirklich dieser Mut, diese Kraft, diese Energie zum Weitermachen. Genau. Und da braucht man eben auch immer wieder Unterstützung. Und wenn es einem schlecht geht, dann greift man sehr oft auch eben auf natürliche Produkte. Natürlich braucht man immer Medizin auch, das ist keine Frage. Aber wenn man sich energetisch aufbauen will, seine Zellen energetisch aufbauen möchte, dann ist das wirklich ein Powerpaket. Und den ich ja auch wirklich immer nenne hier, und der hat ja jetzt auch eine schwierige Zeit hinter sich, aber ist jetzt wieder im Aufbau, das ist eben der Richard Lugner. Der ist aber auch schon 84 und immer flott unterwegs. Ja? Und der ist jetzt wieder im Aufbau. Ja, Ja, da hat man ja eine Zeit gehört, nach der Trennung ist sie mir schlecht gegangen und alles. Aber jetzt ist er wieder im Aufbau. Ja. Und ich glaube, auf dem Opernball wird er wieder zeigen, was in ihm steckt. Ja, das glaube ich aber auch. Das Cyberstrips Armband in verschiedenen Größen. Es sind zwei Schmuckstücke, die wirklich bei Männern und Frauen gut aussehen. Ich finde ja, Männer, die wirklich auch mit solchen Schmuckstücken kleiden, das sieht schon ganz besonders sexy aus, oder? Also wenn so ein Mann so ein Armband trägt und dann im Sommer hier ein bisschen braun gebrannt, weißes Hemd oder so. Das ist ein Hingucker, würde ich mal sagen. Ich finde ja eigentlich, Gott sei Dank, hat sozusagen der Johnny Depp diese Lanze gebrochen, dass Männer auch Schmuck tragen und ich finde das wirklich auch schön. Schönen Schmuck, also schönen nicht Schmuck, wie Wolfgang Petri oder so, der den ganzen Abend Freundschaftsbändern voll hatte, sondern einfach schon auch Schmuck, der ausstrahlt. Und dieser Schmuck, der strahlt ja nicht nur wirklich was Tolles aus, sondern der bewirkt ja auch wirklich was in ihnen. Und das liegt natürlich auf der einen Seite an der Kraft der Edelstahlperlen, weil auf dem Vitalitätsarmband ist natürlich auch das Wort Vitalität mit vorhanden. Mhm. Genauso wie natürlich bei den Cyberstrips auch hier mit Regeneration und Verjüngung gearbeitet wird. Das liegt eben direkt auch am Puls an und da ist natürlich unsere ganze Energieverteilung Puls. Auch. Ich habe Busen verstanden. Nein, am Puls liegt es an. Und da bekommen Sie auch in den Vollmondnächten natürlich Reiki-Energie darauf gesendet. Also da arbeitet man wirklich mit Zahlenschwingungskoden, mit Energieversendung, mit der Energie der Worte und mit der Energie der Steine. Achso, das war ja... Bin ja jetzt ich. Hast du jetzt auch schon die Hand verwechselt? Ja, das ist schon wieder meine. Ich trage heute andere Armbänder. Genau. Aber über die werden wir heute wahrscheinlich im Laufe des Tages auch noch mal reden. Denn mit Sicherheit. Ab 17 Uhr bist du auch wieder hier bei Astro TV mit deinem zweistündigen Shop mit anderen tollen Produkten. Aber Sie wissen ja immer, wenn Gabriele bei uns in Berlin ist, dann bringt sie Sonderpreise mit und hier bei Leichter Leben, da stellt sie immer andere Produkte mit als abends im Shop und deswegen für unsere Leichter Leben-Zuschauer natürlich auch ein Schmankerl, denn sie sparen auch hier wieder richtig viel Geld. Das Vitalitätsarmband anstelle von 59 Euro für 49 Euro sind alles Unikate, denn es sind hier keine Glassteine, sondern es sind richtige Edelsteine, es sind Heilsteine und mit denen können sie sich wirklich ausstatten und sie werden auch merken, diese Power, diese Kraft, diese Schönheit, also wie gesagt, wie du
es schon sagst, wenn man es dann so gegen das Licht hält und man sieht wirklich, dass dieser Stein sich auch verändert. Ja, Feuer, Leidenschaft, genau. Vitalität. Mhm. Und darum geht es ja auch beim Vitalitätsarmband. Genau. Oder natürlich das Cyberstrips für 19 Euro. In der Kombination natürlich der absolute Oberknaller. Oberknaller, das Beste, was man tun kann für die Vitalität. Das Beste, was man tun kann. Viel werden Sie heute Abend noch erleben dürfen ab 17 Uhr mit Gabriele Iasetta. Da geht es nämlich wieder um den intelligenten Schmuck, 2 Stunden lang. Und bis dahin sagen wir Bussi, Baba. Intelligenter Schmuck wurde Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Der Busen ist dir so rausgefallen. Wir sind schon wieder on air, aber macht ja nichts. Wir können uns ja trotz alledem noch wunderbar über die Nichtigkeiten im Leben unterhalten, weil die gehören natürlich auch dazu. Ja. Aber ich sehe schon, du hast eigentlich schon zu Ende gekocht. Also schnelle Küche ist dann die 5-Elemente-Küche auch. Ja. Also es lässt sich vor allen Dingen alles unheimlich gut vorbereiten. Also gerade auch, wenn Berufstätige dann mal so einen Getreidetag einlegen wollen zum Beispiel, um halt einfach zu sagen, ich entlaste mal meinen Organismus, ich möchte mal so diese 1-2 Kilo mal schnell loslassen oder ich fühle mich halt ein bisschen schlapp. Das Getreide kann man prima vorkochen und zwar dann auch in der Tagesportion und kann es dann halt einfach entsprechend, kann man das mal in die Kamera halten vielleicht so. Also da sind jetzt noch die Rosinen mit reingekommen, ja, das erkennt das ich ist schon. Der Quinoa, der gekochte, der da noch mit dabei ist, ne? Mit muss man vielleicht mal so halten, der da noch mit dabei ist und da oben drauf ist jetzt schon die Vinaigrette aus der Avocado-Basis. Zum Frühstück würde man zum Beispiel auch das gekochte Getreide verwenden bei der Getreidekur, aber dann süß, also zum Beispiel mit gedünstetem Obst, mit Nüssen, so ein bisschen süßer angemacht. Macht das Kompott, würde aber das gleiche Getreide als Ausgangsbasis nehmen. Das heißt, wenn du einen Getreidetag machen möchtest, kochst du deine Tagesmenge Getreide vor und verwendest dann den Teil 1 fürs Frühstück. Okay. Mittags machst du dir so eine Art Salat und abends gibt es in der Regel eine Suppe. Und da kommen aber auch noch mal so 1, 2, 3 Löffel Getreide rein, damit du nicht, wenn du die um 7 gegessen hast, um 9 schon wieder denkst, jetzt muss ich aber noch eine Tafel Schokolade hinterher schieben. Ne? Toll, das ist jetzt die herzhafte Variante. Das ist die herzhafte Variante, genau. Kannst du ja mal wieder nicht aushalten, ne? Ja, musst du mal probieren, dann los. Probieren. Nimm dir mal einen Löffel. Die sind alles frische Löffel, die kannst du eigentlich auch nehmen. Die sind quasi zum Probieren. Also ich nehme es jetzt einfach mal mit So ein bisschen was von allem. Köstlich ist das. Okay. Ja. Schmeckt fein, ne? Mhm. Das mache ich mal ohne die Avocado-Creme, weil ich liebe Avocado. Mit Avocado schmeckt mir immer alles. Alles, gut. Genau. Da kannst du alles mit irgendwie dazu packen. Aber auch das, da hast du auch ein bisschen Säure drin, ne? Weil ich natürlich wieder alle 5 Elemente auch in dem Grundrezept drin habe. Ne? Ich mache das sogar noch so. Das ist noch so ein bisschen eine Eigenart von mir. Ich koche alles im Zyklus. Das heißt, die 5 Elemente, die haben ja einen bestimmten Zyklus, in dem die sich gegenseitig ergänzen. Man sagt ja, das Holzelement nährt das Feuerelement. Klar, ohne Holz kein Feuer. Ne? Die Asche des Feuers nährt das Erdelement. Die Erde, aus der Erde gewinnen wir das Metallelement und die Minerale des Metalls, das Wasser. Wasser brauchen wir zum Gießen vom Holz. Das nennt sich der produktive Elementezyklus. Und die Zutaten sind dann auch noch so zu einem Überfluss auch noch in dieser Reihenfolge dazugegeben. Mhm. Und alle Rezepte, die ich auch veröffentliche, sei es auf der Webseite oder auch in den Büchern, die sind so gekocht. Lecker. Gell? Mhm. Freut mich. Tut mir leid, Kollegen. Das war's jetzt. Das ist doch meine. Okay, aber vielleicht die Nachtischbällchen. Ja, die Nachtisch. Ich bin nämlich nicht so eine Das ist nicht so eine Süße, okay. Aber ich probier's trotzdem. Mhm. Wie hast du das jetzt hergestellt? Also ich habe im Prinzip die Zutaten so, wie sie sind, genommen. Oh, lass den Teller noch mal kurz. Warte mal, ich tue das mal an Seite hier, dann kann man das noch ein bisschen besser sehen. Und man braucht dann schon eine relativ leistungsstarke Küchenmaschine. Okay, also einen richtig guten Mixer sozusagen. Ja, also ich meine, im Thermomix funktioniert es besonders gut, muss aber nicht sein. Kann man auch mit einem anderen Mixer machen. Und dann werden im Prinzip die Datteln mit den Haselnüssen und dem gepoppten Quinoa, die werden zuerst grob vermahlen. Okay. Dann kommen die restlichen Zutaten dazu, so ein bisschen Orangensaft dabei und damit das die Konsistenz dann auch zu Bällchen zusammenklebt. Ne? Aber außer den Datteln ist da kein Süßzeugs mehr drin. Kannst du auch gerne mal probieren. Klar. Sollst du mal. Mach ich mal. Ich mach das nur für Sie. Ganz genau, ganz schweres Leiden, ganz schweres Leiden. Ja. Da redet der Michael von leichter Leben und so, aber man muss sich hier essen jeden Tag in der Sendung. Naja, aber das ist ja super leicht, ne? Also sind ja jetzt überhaupt keine Milchprodukte oder tierischen Produkte drin. Aber es schmeckt mir auch. Also das hier ist natürlich herzhafter. Ja, ganz also ich genau. bin halt herzhaft, aber
Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, Gabriele, komm mal rüber. Komm, kannst du ja auch probieren. Du bist ja auch mehr die Herzhafte eigentlich, ja, oder? Ja, eigentlich ja. Aber wir essen nie Nachtisch. Nee, wir essen wirklich wir nicht. Wir trinken. Ach so. Wir sind schon Traubenfans. Ach so. Na ja, dann. Na dann. In der gepressten Form. In der gepressten Form. Das dachte ich mir jetzt fast. Möchtest du auch eins? Ich würde mal ich habe da jetzt eben schon probiert. Also von daher muss ich das nicht. Ne? Ist lecker. Also, das ist auch sowas, was man zum Beispiel so als Zwischenmahlzeit auch selbst bei den Kuren zur Not darf. Man sagt halt, wenn man wirklich sehen will, dass der Stoffwechsel sich anregt und die Bauchspeicheldrüse sich erholen kann, sagt man, man soll zwischen den Mahlzeiten 4 Stunden Pause machen. Ne? Mhm. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit 5 Elementen zu tun, aber das hilft einfach, dem Körper Zeit zu geben, die Sachen auch wirklich zu verdauen, absorbieren. Weil was nützen mir die ganzen tollen Zutaten, wenn ich die dann gerade, weil ich so eine schwache Verdauung habe, meinen Dünndarm nicht absorbiert und dann gehen die gerade, wie sie reingehen, auch wieder raus. Dann habe ich ja nichts davon. Ne? Also das Schöne ist, dass ich glaube, dass ihr euch nach der Sendung auch noch unterhalten werdet, ja. Weil du hast ja auch mitbekommen hier das Magazin und so weiter und so fort. Da sind ja wertvolle Tipps auch drinnen immer. Und du als Feng Shui-Expertin, wie immer vor der Sendung, habe ich dir auch ein bisschen was von Gabriele erzählt. Genau. Auch von dem Reichtumsportemonnaie von ihrem Klassiker zum Beispiel, wo du auch sagst, naja, es ist natürlich, es gibt immer verschiedene Erklärungen, auch absolut. Noch beim Feng Shui. Absolut. Aber Unterstützung bekommt man natürlich, dass alles in den Fluss kommt. Ganz ne? Genau. Und das hat halt auch immer viel damit zu tun, dass man sich selber mit allem, was man tut, halt einfach wohlfühlt. Ne? Und diese Art der Ernährung kommt natürlich dem sehr entgegen, weil es geht jetzt nicht darum, dass ich darben muss, damit ich meinen gesunden und schönen Körper habe, sondern ich soll genießen, aber eben in einer Art genießen, die trotzdem dann gut und gesund für meinen Körper ist. Ne? Also ich muss mich jetzt nicht irgendwie einschränken, sondern ich kann aus der Fülle schöpfen und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. In Fülle wollen wir alle leben. Zu Fülle will auch Gabriele Eyasetta verhelfen. Und zwar mit deinem intelligenten Schmuck. Und wie man den beziehen kann, das zeigen wir Ihnen jetzt noch mal kurz. Der intelligente Schmuck von Gabriele Eyasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-eyasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Eyasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Haben beide schon Angst, dass der Topf gleich leer ist? Ja, da muss man lieber jetzt die Fotos machen, weil sonst wird das nichts mehr. Lisa, mach mal besser jetzt ein Foto für Facebook später, damit wir es posten können, weil nachher wird das nichts mehr. Genau, einmal freundlich lächeln. Wunderbar. Sie können sich auch mit der 5 Elementen... Lehre sehr, sehr schön auseinandersetzen, denn heute bei uns in der Tagesverlosung, da gibt es ja das Buch, das Daniela Herzberger geschrieben hat und heute mitgebracht hat. Und es geht um ihr chinesisches Horoskop 2017. Diese 2 Bücher, die gibt es heute für Sie, wenn Sie eine Frage beantworten. Die ist echt schwierig, oder? War super. Wow, Daniela Herzberger ist Expertin für A, chinesische Astrologie oder B, griechische Mythologie. Wenn Sie es wissen, extrem lecker. Extrem lecker, oder? Anrufbeantworter 01379888104 aus Österreich, meine Liebe. Kannst auch mitmachen. Und der Schweiz unter der 0901 050 190. Einfach die richtige Antwort drauf sprechen. Und Name und Telefonnummer. Und dann sind Sie vielleicht der glückliche Gewinner. Extremst lecker. Ja, wie kann das so lecker schmecken? Wie kann das so auch noch gesund ist? Das ist auch noch lecker, ja. Ja. Wie kann sowas mit so wenig eigentlich und in so kurzer Zeit so lecker schmecken? Boah, das ist, es hat so viel damit lecker zu tun, dass man natürlich muss man gute Zutaten haben, natürlich. Ne? Aber es ist einfach auch diese Kombination, diese harmonische Kombination, weil einfach alle 5 Elemente vertreten sind. Das heißt, du kriegst auch keinen Heißhunger, weil da ist das Süße mit drin, es ist ein bisschen Schärfe mit drin, es ist ein bisschen Säure mit drin, also alle Geschmacksrichtungen sind drin. Was dann auch verhindert, dass du halt, wenn du das gegessen hast, denkst nach einer Stunde, oh, und jetzt noch ein Stück Sahnetorte obendrauf. Das ist nicht mehr nötig. Mhm. Sondern diese Heißgelüste, die gehen dann auch davon weg. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Also ich glaube auch wirklich, dass das ein sättigendes Gericht ist. Und man muss auch wirklich sagen, für alle, wir wollen ja nicht die Weltverbesserer oder diejenigen sein, die mit dem Zeigefinger da sind. Für mich persönlich, gebe ich auch ganz ehrlich zu, wäre es eine super schöne Beilage. Mir würde ein bisschen was noch anderes fehlen, klar, oder so, aber klar, im Sommer als Salat zum Beispiel irgendwo anzubieten, ist das natürlich wirklich ein absolut eine tolle Möglichkeit für jeden, der das mal nachkochen möchte. Man kriegt die Rezepte auch von dir. Du hast Bücher rausgegeben. Ja, auf der Internetseite kann man sich. Es gibt ein paar Rezepte auf der Webseite sowieso. Die sind auch gratis. Die kann man sich einfach runterladen. Und dann habe ich ganz viele E-Books
veröffentlicht. Und unter anderem gibt es halt ein E-Book, was sich mit dieser Getreidekur auch befasst. Das heißt auch Gesund und fit zum Wunschgewicht. Du traust dich nicht mehr weiter essen. Ach, haut rein. Und das ist halt, aber wenn du magst, mach ich auch. Frühstück, und es gibt auch die Rezepte fürs Mittag- und Abendessen, dass man da auch ein paar Kilo mit abnehmen kann. Und ich sage nicht oft extrem lecker. Das ist schön, das freut mich. Fünf Elemente, das muss man sich wirklich merken, sollten sich merken. Mehr Informationen natürlich auch hierzu, Daniela Herzberg, auf unserer Facebook-Seite. Einfach mal vorbeischauen. Und natürlich am besten auch bei dir auf der Teneriffa mal vorbeischauen. Ja, bitte, oder? Gerne, ja, jederzeit. Spruch des Tages, den gucken wir uns auch nochmal an. Wer mit den wenigsten und einfachsten Symbolen das meiste und das bedeutendste ausspricht, der ist der größte Künstler. Ja, das stimmt. Wir hatten da so einen Zeichner da, der hat gesagt, je weniger Striche man für ein Porträt braucht, und man kann sofort erkennen, umso größer ist das Talent. Und je weniger Zutaten und je besser kombiniert, desto leckerer. Und das ist dir wirklich gelungen. Vielen Dank für den Besuch, vielen Dank an Sie. Morgen feiern wir Geburtstag. Juhu, seien Sie mit dabei, feiern Sie mit uns. Bis dahin, tschüss und servus. Tschüss. Lecker.